Gemüse. Gemüse. Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Das war kein Ernst. Ich weiß nicht. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie. Die 47-jährige Rafina Stevens wird vom Zug überfahren. Der Todesfall stellt die Gerichtsmediziner vor ein Rätsel. Einziger Hinweis ist eine seltsame Würgespur. Ich habe so etwas noch nie gesehen. In einem Lagerhaus in Los Angeles verbrennen 4 Menschen. Es gibt Hinweise auf Brandstiftung, die sich aber nicht erhärten. Als immer mehr seltsame Großbrände ausbrechen, haben die Ermittler einen furchtbaren Verdacht. Und die 21-jährige Brandy Olivares wird tot aufgefunden. Ihr Körper ist durchsiebt von Schrotkugeln. Es gab keine Hinweise auf Geschlechtsverkehr, Vergewaltigung oder Raub. Ballistische Untersuchungen sind für die Ermittler die einzige Hoffnung. Ein kühler Morgen im Februar. Ein Zug rollt durch Los Angeles. Eigentlich eine Routinefahrt, bis der Zug einen menschlichen Körper überfährt. Der Zugführer löst zwar eine Notbremsung aus, aber es ist zu spät. Ich werde das niemals vergessen. Der Körper wurde von dem Zug geradezu zerfetzt. Wir konnten nur erkennen, dass sie weiblich war und wahrscheinlich Mitte 40. Sie war etwas molliger. Das Opfer ist komplett nackt. In der Nähe finden die Ermittler ihre Kleidung. Wir fanden keine Hinweise auf ihre Identität. So wurde sie eine Jane Doe, ein unbekanntes Opfer. Das Opfer wäre nicht die erste Person, die sich in L.A. vor einen Zug wirft, um Selbstmord zu begehen. Doch warum sollte sie vorher ihre Kleider ausziehen? Für die Cops ist das der erste Hinweis auf ein Gewaltverbrechen. Nicht weit vom Fundort der Kleidung entfernt finden die Ermittler seltsame Spuren auf dem Boden. Auch diese Tatsache deutet für die Polizei darauf hin, dass es sich nicht um Selbstmord handelt. Es handelte sich um Schleifspuren von ihren Schuhen. Sie wurde zu den Gleisen gezogen. Blutergüsse deuten auf einen sexuellen Übergriff hin und Spuren an ihrem Hals auf Mord. Ich konnte Würgespuren finden. Das war eine unverwechselbare, sehr erkennbare Würgespur. Man konnte tatsächlich den Abstand der winzigen Einkerbungen um ihren Nacken messen. Jemand hatte sie vielleicht vergewaltigt, auf die Gleise gezerrt und dann auf den Zug gewartet, der sie tötete. Dieser Fall verwirrt die Ermittler. Das Opfer ist nicht aktenkundig, vom Mörder fehlt jede Spur. Und die Gerichtsmediziner können mit den Würgemalen nichts anfangen. Sie sind einfach zu exotisch. Kein Experte vor Ort wusste, was solche Spuren verursacht. Während die Ermittler noch völlig im Dunkeln tappen, ist gleichzeitig eine junge Frau in größter Sorge. Sie wohnt ein paar Straßen von den Zugleisen entfernt und vermisst schon seit Stunden ihre Mutter. Sie ging um 9 Uhr abends einkaufen und war um 1 Uhr morgens noch nicht zurück. Nicole hört vor ihrem Haus Sirenen und laute Stimmen, so als ob es einen Unfall gegeben hätte. Ich vermutete, dass meine Mutter auf der anderen Seite der Schienen stand und dass sie vielleicht als Zeugin zu einem Unfall befragt wird. Ich erzählte das meiner Schwester und sie sah nach. Doch weder die Schwester von Nicole oder jemand aus der Familie erreicht die Unfallstelle auf der anderen Seite der Gleise. Es vergehen Stunden und dann wendet sich Nicoles Ehemann an die Polizei. Er wird sofort zum Tatort gebeten. Dort konnte er das Opfer als seine Schwiegermutter identifizieren. Es ist Rafina Stevens. Sie ging an dem Abend zum Supermarkt, kam nicht wieder nach Hause und wird 4 Stunden später tot auf den Bahngleisen gefunden.
Die Ermittler finden heraus, dass sich Rafina aktiv in der Nachbarschaftshilfe engagierte und sich gegen örtliche Gangs eingesetzt hat. Könnte dies die Rache dafür gewesen sein? Die Gerichtsmediziner beginnen mit ihren Untersuchungen in diesem verwirrenden Fall. Alle Körperteile vom Tatort wurden sorgfältig eingesammelt und nun untersucht. Dr. Carpenter untersucht die Wunden am Opfer. Eine helle rote Farbe würde auf massive Blutungen als Folge eines Einschlags hindeuten. Doch seine Analyse ergibt etwas anderes. Das alles passte zu jemandem, der vorher ermordet und erst dann auf die Bahnschienen gelegt wurde. Entscheidend für die Kriminalbeamten ist, was mit Rafina vor ihrem Tod passiert ist. Für Dr. Carpenter besteht kein Zweifel. Vor ihrem Tod wurde sie eindeutig vergewaltigt. Diverse DNA-Spuren des sexuellen Übergriffs werden für weitere Tests einbehalten. Dann widmet sich der Gerichtsmediziner den rätselhaften Würgespuren. Auffallend waren die geraden, linearen und horizontalen Merkmale dicht aneinander. Sie sahen so ähnlich aus wie kleine Bahngleisspuren, ein makabrer Zufall. Für die Ermittler und Gerichtsmediziner ist völlig unklar, was eine solche Verletzung hervorrufen könnte. Ich habe so etwas nie in einem Lehrbuch für forensische Pathologie gesehen. Die Würgespuren liefern mehr Fragen als Antworten. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Wir hatten keine Ahnung, was diese Merkmale verursacht hat. Ich habe etwas getan, was ich normalerweise nicht tun muss. Ich habe jede dieser Spuren ausgemessen und nachgezeichnet, in der Hoffnung, dass es mir vielleicht später Antworten liefern könnte. Steve Dowell ist Spezialist für Werkzeugspuren und hat viel Erfahrung in der Analyse von Würgemerkmalen. Das ist Knetmasse und ich werde dieses Seil so anlegen, wie es während des Strangulierens angelegt worden sein könnte. So würde in diesem Fall das sich wiederholende Muster am Hals des Opfers aussehen. Theoretisch könnte also ein solches Seil die Tatwaffe gewesen sein. Aber die Spuren am Opfer sehen nicht überall gleich aus. Dafür muss der Kriminaltechniker erst eine Erklärung finden. Das Rätsel kann schließlich nur dann abschließend gelöst werden, wenn auch die passende Mordwaffe auftaucht. Die älteste Tochter des Opfers glaubt zu wissen, wer der Täter ist. Meine Schwester sagte immer, dass es Papa war. Papa ist Rufinas Ex-Mann, William Stevens. Er saß schon im Gefängnis, weil er seine kleinen Töchter sexuell missbraucht hatte. Nach diesen sexuellen Übergriffen endete zwar die turbulente Ehe, aber nicht das böse Blut zwischen Rafina und William Stevens. William Stevens hat nicht nur seine Frau vergewaltigt, sondern auch seine beiden Kinder. Meine Mutter hat immer gesagt, er sei wie eine Spinne. Sobald man sich ihm gegenüber öffnet, spinnt er sein Netz und man ist darin gefangen. Für die Cops ist William Stevens der Hauptverdächtige. Doch wie lässt sich beweisen, dass er seine Frau ermordet hat? William Stevens ist bereit, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Der Lügendetektortest ist vor Gericht zwar nicht verwertbar, aber ein Geständnis oder andere Hinweise können weiterhelfen. Stevens beantwortet zuerst einige Routinefragen und dann macht er eine erstaunliche Aussage. Ich fragte ihn, ob er jemals darüber nachgedacht hat, seine Frau zu vergewaltigen oder zu ermorden. Er sagte ja. Für ihn war der Detektor nur eine Maschine, die er einfach austricksen kann. Was Stevens als nächstes erzählt, schlägt für die Ermittler ein wie eine Bombe und bringt die Cops einen entscheidenden Schritt weiter. Er sagte, wenn ich sie umbringen würde, dann mit einer Pianoseite und machte dieses Geräusch. Da dachten wir zum ersten Mal an eine Pianoseite als mögliche Tatwaffe.
Mit diesem neuen Hinweis durchlaufen die Ermittler einen Crashkurs über Pianosaiten. Jedes Detail könnte weiterhelfen. Jede Saite ist unterschiedlich. Das bestimmt den Ton. Diese Saiten verwandeln ein Klavier in ein wunderschönes Instrument. In den falschen Händen aber können sie zu einer tödlichen Waffe werden. Jetzt müssen die Forensiker herausfinden, ob eine solche Saite die Mordwaffe ist. Nach langen Nächten im Labor kann Dr. Carpenter die dünnen Dreifachsaiten als Mordwaffe ausschließen. Der Grund? Sie sind einem Draht ähnlich, den Geheimdienste oft bei verdeckten Einsätzen benutzen. Drähte, die beim Militär zum Töten benutzt werden, wie bei Spionageeinheiten, die sich von hinten an jemanden heranschleichen, hinterlassen nicht mal ansatzweise solche Male wie am Hals unseres Opfers. Dann untersucht der Gerichtsmediziner die dicke Basssaite. Diese Saite hat eine interessante Konstruktion. Sie ist wie eine Spule, um die eine dünnere Saite gewickelt ist und sich am einen Ende um sich selbst schlingt. Deshalb wickelte ich die Saite ganz fest um meinen Arm, so fest, wie ich es aushalten konnte. Und danach sah ich mir die roten Spuren an. Und diese Spuren passten genau zu den Malen, die ich am Hals des Opfers gesehen habe. Dr. Carpenter teilt seine Ergebnisse dem Spezialisten für Werkzeugspuren mit, Steve Dowell. Für mich liegt es nahe, dass eine Pianosaite die Tatwaffe ist. Eine Frage aber bleibt unbeantwortet. Die merkwürdigen Abstände der einzelnen Spuren, die sich an verschiedenen Stellen voneinander unterscheiden. Wie könnte eine Pianosaite unterschiedliche Spuren hinterlassen? Die Ermittler erhalten zwischenzeitlich einen Durchsuchungsbefehl für Stevens Wohnung. Mr. William Stevens. Er besitzt tatsächlich ein Piano. Und in seinem Piano fehlen einige Saiten, inklusive einer Basssaite. Das Piano war von innen ganz verstaubt. Doch da waren frische Schleif- und Handspuren, als hätte jemand vor kurzem diese Saiten entfernt. Die Untersuchungen vor Ort ergeben außerdem, dass Stevens vor kurzem eine seiner Töchter in seine Wohnung lockte, obwohl ein Gerichtsbeschluss ihm dies untersagt. Als Rafina das herausfindet, wird sie wütend. Rufina Stevens holte die ältere Tochter sofort ab, weil sie glaubte, dass sie wieder misshandelt wurde. In seiner Wohnung kam es zum Streit. Nur ein paar Wochen nach diesem Vorfall liegt Rafina tot auf den Bahngleisen. Ich glaube, dass er ihr nachgestellt hat. Also nahm er die Pianosaite mit. Er vergewaltigte und tötete sie und legte sie auf die Gleise, um ihre Leiche zu entstellen. Der Fall scheint so gut wie gelöst zu sein. Der Staatsanwalt will gerade Anklage erheben, als die Analysen der Vergewaltigungsspuren eintreffen und die Ermittlungen auf den Kopf stellen. Wir hatten einige Beweise, die auf Stevens als Täter hinweisen, aber ein Beweisstück entlastete ihn, und zwar die DNA. Die entnommene Spermaprobe, die beim Opfer Rufina Stevens gefunden wurde, stimmt nicht mit der DNA ihres Ex-Mannes überein. Die Staatsanwaltschaft hofft nun auf die weiteren Untersuchungen der Gerichtsmedizin. Das ist die einzige Möglichkeit, weitere Beweise gegen William Stevens zu finden. Der wichtigste Beweis war nach wie vor die Würgespur um ihren Hals. Die Staatsanwaltschaft hat dafür eine plausible Erklärung. William Stevens hat seine Frau mit einer Pianosaite zwar ermordet, aber es gibt einen Komplizen. Wir glauben, dass Stevens einen Komplizen hatte. Und wir glauben, dass dieser sie vergewaltigt hat. Stevens wird verhaftet. Er beteuert seine Unschuld. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, genügend Beweise gegen Stevens in der Hand zu haben, um ihn verurteilen zu können. Doch die Beweismittel werden während der Verhandlung in Frage gestellt.
Die Verteidigung streute Zweifel, meinte, es könnte ein anderer gewesen sein. Eine Nachbarin bezeugt, dass Rufina ein paar Tage vor ihrer Ermordung einen Obdachlosen angeheuert hat, um ein paar Arbeiten in ihrem Garten zu erledigen. Er benutzte dabei einen Sägedraht. Es ist ein Draht mit kleinen, groben Kanten, den man über den Ast legt, um ihn so abzusägen. Die Nachbarin erzählt, dass der Handwerker einfach verschwunden sei und mit ihm die Säge. Die Verteidigung versucht, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass dieser Gartenarbeiter Rufina ermordet haben könnte. Der Sägedraht habe die Spuren am Hals hinterlassen und nicht die Pianoseite. Wenn die Staatsanwaltschaft mit der Mordwaffe falsch liegt, ist ein Freispruch unausweichlich. Doch die Kriminaltechniker argumentieren, dass der Sägedraht völlig andere Spuren hinterlassen würde. Als ich eine Säge nahm, keinen Sägedraht, sondern eine normale Säge, sie hat scharfe Zähne, hat sie Abschürfungen und Schnittwunden auf der Haut hinterlassen. Diese Demonstration war sehr hilfreich. Die Verteidigung beharrt darauf, dass der Gerichtsmediziner falsch liegt. Schließlich ist noch völlig ungeklärt, warum die Verletzungen am Hals teilweise völlig unterschiedliche Abstände aufweisen. Dr. Carpenter berichtet von seinen detaillierten Zeichnungen während der Obduktion. Dann, mitten in der Verhandlung, geht ihm ein Licht auf. Die Antwort liegt in der Konstruktion der Pianoseite. Und da begriff ich dann, dass die Pianoseite nicht einfach nur um ihren Hals lag. Die Seite war eingefädelt und dann zugezogen worden. Das geschlungene Ende der Seite erklärt den weiten Abstand der Würgemerkmale am vorderen Hals und die Tatsache, warum es überhaupt unterschiedliche Abdrücke gibt. Dann rückt plötzlich Dr. Carpenter in den Mittelpunkt eines ungewöhnlichen Gerichtsverfahrens. Ich habe wörtlich im Zeugenstand gesagt, ich habe meine Meinung geändert. Und die Verteidigung sagte, ja, und die wäre? Für den Gerichtsmediziner besteht kein Zweifel mehr, dass die Pianoseite die Tatwaffe ist. Ich sagte im Zeugenstand, dass genau diese Bassseite solche Male hinterlässt. Nur selten ist ein Gerichtsmediziner, wie in diesem Fall, das Zünglein an der Waage. Das war der Durchbruch. Die Geschworenen glaubten dem Gerichtsmediziner, dass mit dieser Saite aus Williams' Piano Rufina Stevens getötet wurde. Die Verteidigungsstrategie vom mysteriösen Gartenmörder löst sich in Luft auf. Die Beweiskraft der Tatwaffe ist so erdrückend, dass alle anderen Punkte vernachlässigt werden. William Stevens wird wegen des Mordes an seiner Ex-Frau Rufina zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Ob es je einen Mittäter gab, bleibt bis heute ungeklärt. Nur wenige Jahre nach dem Urteil stirbt Stevens im Gefängnis an den Folgen einer Krebserkrankung. Es ist 21 Uhr an einem Juniabend außerhalb des Stadtzentrums von Los Angeles. In der Lagerhalle von Oles Baumarkt ist demnächst Ladenschluss. Als die letzten Kunden gerade gehen wollen, steigt Rauch aus dem Inneren des Gebäudes auf. Plötzlich wird daraus ein wütendes Feuer, das sich rasend schnell ausbreitet. Es bricht Panik aus. Das Lagerhaus ist voll mit leicht brennbaren Materialien, wie Holz, Farbzubehör und Plastikartikeln. Als die Feuerwehr eintrifft, ist der Brand völlig außer Kontrolle. Innerhalb von 5 Minuten brannte das gesamte Gebäude. Am nächsten Morgen machen die Ermittler eine schockierende Entdeckung. In den Trümmern liegen 4 Leichen. Zu den Opfern gehörten ein Kind, eine Großmutter und 2 Angestellte, einer männlich und einer weiblich. Die Brandermittler Jim Allen und John Orr sollen feststellen, ob es sich hier um einen Unfall oder um Brandstiftung handelt.
Man muss alle verbrannten Sachen aus dem Gebäude schaffen, ohne dabei irgendwelche Beweise zu zerstören. Ein Ermittler des Dezernats für Brandstiftung bei der Polizeibehörde von L.A. ist schon jetzt überzeugt davon zu wissen, was passiert ist. Er zeigte auf eine Wand und sagte, dieser Ruß wäre an dieser Stelle, weil es sich um einen Unfall handelt und es im Dachboden angefangen hätte. Anfangs deutet alles auf ein defektes Kabel hin, welches in einem Elektrogerät das Feuer entfacht hat. So ein Brand würde sich nur langsam ausbreiten. Doch Augenzeugen berichten etwas ganz anderes und ihre Aussagen erregen einen Verdacht. Das Feuer ist in einem Bereich mit Polyurethan-Schaumstoffkissen ausgebrochen. Diese Tatsache scheint die Aussagen der Augenzeugen zu untermauern, dass es sich bei diesem tragischen Feuer um Brandstiftung handelt. Polyurethan ist ein petrochemisches Produkt. Wird es angezündet, brennt es innerhalb von Sekunden lichterloh. Es gibt Feuerarten, die sich so schnell ausbreiten, dass sogar die Sprinkleranlage nutzlos ist. Die Brandermittler gehen davon aus, dass sich das Feuer so schnell ausbreitete, dass sich die Opfer nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Jim Allen bittet den Untersuchungsleiter eindringlich, die Ermittlungen fortzusetzen, erfolglos. Trotz seines Verdachtes, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte, werden die Ermittlungen eingestellt. Die Polizeibehörde stufte den Fall deshalb als Unfall ein. Ich war anderer Meinung, auch weil der Brandherd nie ermittelt wurde. Und ohne Brandherd gibt es keine seriöse Analyse. Und zwar gibt es in Kalifornien immer wieder Großbrände, doch in den nächsten 2 Jahren häufen sich in ganz Südkalifornien die ungeklärten Brandfälle. Dann sorgt ein weiterer Brand für Kopfzerbrechen. Dieses Mal in einem Handwerkerladen in Bakersfield, ganz in der Nähe des ersten tödlichen Lagerhausbrandes. Das Feuer wurde in letzter Sekunde von der Direktionsassistentin des Laris gelöscht. Der Schaden war nur sehr gering. Da von dem Brandherd kein großer Schaden ausgehen konnte, sind sämtliche Beweisstücke erhalten geblieben. Brandermittler Marvin Casey aus Bakersfield entdeckt einen einfachen, aber sehr effektiven Brandsatz, eingewickelt in Briefpapier. Einfache Konstruktion. Brandstifter verwenden diese Konstruktion oft, denn sie funktioniert mit zeitlicher Verzögerung. Es ist einfach in der Herstellung und liefert dem Brandstifter die gewünschten Ergebnisse. Der Täter kann reinkommen, den Brandsatz platzieren und flüchten, bevor der Brand ausbricht. Der Ermittler schickt die Überreste des Brandsatzes zur Analyse ins Labor. Auf dem Stück Papier finden sie zudem einen Fingerabdruck. Solange diese Person nicht vorbestraft ist, gibt es keine Abdrücke in der Kartei. Es gab keine Übereinstimmungen mit niemandem. Dann macht Marvin Casey eine überraschende Entdeckung. Die verdächtigen Brandserien sind genau dann entstanden, als es in Kalifornien 2 Kongresse gab. Die Kongresse der Brandermittler. Er glaubt, dass der Brandstifter aus einem bestimmten Grund nicht gefasst werden kann. Er hat die perfekte Tarnung. Ich hatte die Vermutung, dass jemand von uns die Brände gelegt hat. Jemand reist zu den Kongressen und legt bei dieser Gelegenheit die Brände. In ganz Südkalifornien gibt es in den nächsten 12 Monaten weiterhin überdurchschnittlich viele Brände. Ein Brand zerstört gleich 67 Wohnhäuser. Es brechen weitere Buschfeuer aus, die tausende Grundstücke mit Ruß überziehen. Und fast in jedem Fall bleibt die Brandursache ungeklärt. So viele Feuer können kein Zufall mehr sein. Irgendjemand da draußen legte unheimlich viele Brände. Einige Brände brechen wieder in Heimwerkerläden aus.
so wie damals im Oles Baumarkt, bei dem 4 Menschen ihr Leben verloren. Ein Feuer, das weder John Orr noch Jim Allen jemals vergessen haben. Wir waren unglaublich verbittert über den Verlauf, den dieses Feuer genommen hat. John war überzeugt, dass es nur Brandstiftung sein konnte. Um Antworten zu finden, wird jetzt eine Sondereinheit gegründet. Sie besteht aus Ermittlern und Experten aus ganz Los Angeles. Mit äußerster Sorgfalt sucht die Sondereinheit nach 9 Anhaltspunkten. Mike Mantessa fällt nach gründlicher Analyse eine Tatsache auf. Viele der fraglichen Feuer müssen mit dem gleichen Brandsatz gelegt worden sein. Der Brandsatz ist wie eine Signatur. Der gleiche Brandsatztyp wie damals in Bakersfield mit einem Fingerabdruck auf dem gelb linierten Papier. Wir haben den Fingerabdruck nochmals analysiert. Und jetzt gab es eine Übereinstimmung. Doch warum erst jetzt? Der Fingerabdruck wurde schon zuvor mehrmals erfolglos überprüft. Über die Gründe können die Sonderermittler nur spekulieren. Vielleicht ein Mittäter, der die Analyse unterschlagen hat. Wir wissen es bis heute nicht. Der Fingerabdruck passt zu einer bestimmten Person, mit der niemand in der Sondereinheit gerechnet hat. Es ist niemand geringerer als Brandermittler John Orr. Wir waren sprachlos, weil er einer der besten Kollegen der Brandermittlungsabteilung war. Es fühlte sich an, als würde mir jemand in den Magen boxen. Ich habe mit John zusammengearbeitet. Wir waren auch privat befreundet. Ich sagte, das kann nicht sein. John Orr wird verhaftet und wegen mehrfacher Brandstiftung angeklagt. Doch er beteuert seine Unschuld. Jemand schiebe die Brandserie auf ihn. Schließlich demonstriere er in Seminaren vielen Teilnehmern, wie Brandstiftung aussehen kann. Er war mein Ausbilder für Brandermittlungen. Eine anerkannte Fachperson. John Orr argumentiert, dass jeder seiner Kollegen ein Stück Papier mit seinem Fingerabdruck hätte nehmen können, um es anschließend in einen Brandsatz zu verwandeln. Doch seine Erklärungsversuche bleiben erfolglos und nach 2 Gerichtsverhandlungen wird er zu einer Gefängnisstrafe wegen Brandstiftung verurteilt. Was genau beim ersten Lagerhaus Inferno geschehen ist, bei dem 4 Menschen ihr Leben verloren, bleibt weiterhin unbeantwortet. Nebst der Gefängnisstrafe wird eine Anklage wegen 4-fachen Mordes angestrebt. Doch dafür reichen die Beweise bei weitem noch nicht aus. Trotzdem wird es versucht. Arraignment and plea, John Leonard Orr, case number BA1. In einem Mordfall muss die Staatsanwaltschaft die Geschworenen davon überzeugen, dass Orr selbst das Feuer gelegt hat. Die Ermittler konnten ein defektes Elektrogerät als Brandursache nicht ausschließen. Neue Gutachten werden erstellt. Das Resultat? Ein Feuer, ausgelöst durch ein defektes Elektrogerät auf dem Dachboden, widerspricht den Augenzeugenberichten, die behaupten, das Feuer wäre im Erdgeschoss ausgebrochen, bei den Schaumpolstern. Das Feuer verhielt sich unnatürlich. Es gab zu schnell zu viel Hitze ab. Das Feuer bewegte sich nach oben. Das Feuer muss seinen Ursprung im Erdgeschoss gehabt haben. Der Staatsanwalt nimmt nun erneut die Obduktionsberichte der Opfer unter die Lupe. Die Opfer starben aufgrund der enormen Hitze sehr schnell. Diese Hitze war ungewöhnlich. Die 4 Opfer sind an einer Rauchvergiftung und ihren Verbrennungen gestorben. Gemäß der Staatsanwaltschaft schloss das Feuer die Opfer in rasendem Tempo im Lagerhaus ein. Die 4 Menschen hatten keine Chance zu fliehen. Der Staatsanwalt ist überzeugt, dass John Orr das Feuer absichtlich gelegt hat. Und das genau in einem Bereich mit leicht entflammbaren Materialien.
John Orr beteuert unverändert seine Unschuld. Und doch ist es ausgerechnet John Orr, der den entscheidenden Beweis gegen sich selbst liefert. Ein von ihm geschriebener, unveröffentlichter Roman. Das Manuskript trug den Titel Brandherd und handelte vom Leben eines Serienbrandstifters. Der Autor des Manuskriptes von Brandherd ist eindeutig John Orr. Denn er hatte eine Kopie des Romans auch einem Freund geschenkt. Der Text war unglaublich. Er beschrieb genau jene Brände, die wir ermittelten und bei denen wir ihn verdächtigten. Ein ganzes Kapitel beschäftigte sich mit einem Baumarkt. Die Handlung ist identisch mit dem Brandfall mit den vier Opfern. Das ganze Manuskript spiegelt das Leben von John Orr wider. Staatsanwalt Mike Cabral liest die wichtigsten Textpassagen in seinem Schlussplädoyer vor. John Orr schreibt, dass die Menschen selbst schuld waren, denn sie seien zu dumm gewesen, um sich in Sicherheit zu bringen. Deshalb sei er für den Tod der Menschen nicht verantwortlich. Die Geschworenen wollen das ganze Manuskript lesen und fällen anschließend ihr Urteil einstimmig. Sie sprachen ihn wegen vierfachen Mordes schuldig. Das hieß lebenslange Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Für die Gerichtspsychologen ist klar, warum John Orr plötzlich sein Manuskript selbst ins Spiel brachte, obwohl das für ihn letztlich nur eine Verurteilung bedeuten konnte. Es war skurril, denn er wollte höchste Anerkennung für seine Brandkünste, auch wenn es ihn zum Mörder gemacht hat. November 2003, morgens um 5.30 Uhr. Eine verängstigte junge Frau rennt um ihr Leben. Das Antelope Valley ist ein Arbeiterklassenviertel, ungefähr 80 Kilometer nordöstlich vom Stadtzentrum von Los Angeles. Gegen 10 Uhr an diesem Morgen will eine Anwohnerin ihr Grundstück verlassen. Als sie zu ihrem Parkplatz kommt, macht sie eine erschreckende Entdeckung und ruft die Polizei. Die Kriminalbeamten Richard Longshaw und Todd Anderson untersuchen den Tatort. Sie war eine sehr zierliche junge Frau, sehr hübsch. Sie lag auf der Seite und hatte massive Schussverletzungen, verursacht durch eine Schrotflinte. Es machte keinen Sinn, warum sie so dort lag. Die Kriminalbeamten können das Opfer noch am Tatort schnell identifizieren. Sie finden ein paar Tennisschuhe und eine Handtasche mit Personalausweis. Es ist die 21-jährige Brandy Olivares. Bei einem Mord an einer jungen Frau untersucht die Gerichtsmedizin die Leiche routinemäßig auf Spuren von sexuellem Missbrauch. Es gab keine Hinweise auf eine Vergewaltigung oder überhaupt auf Geschlechtsverkehr. Doch die einzige Möglichkeit, um eine Vergewaltigung mit absoluter Sicherheit ausschließen zu können, ist die Entnahme von DNA-Proben und deren anschließende Analyse. Im kriminaltechnischen Labor bereitet Brian Walters die Abstriche für die Untersuchung vor. Das Beweismaterial wird getrocknet und in einen Behälter gelegt, versiegelt und kühl gelagert. Der Behälter wird dann vom kriminaltechnischen Labor untersucht. Sorgfältig untersucht der Kriminaltechniker Brandys Kleidung und entfernt die Kugeln der Schrotflinte, um daraus vielleicht neue Erkenntnisse zu gewinnen. Gleichzeitig setzen am Tatort die Cops ihre Suche nach weiteren Hinweisen fort.
Schnelligkeit ist dabei ein wichtiger Faktor, denn Beweise können mit der Zeit ihre Aussagekraft verlieren. Wir fanden die Patronenhülse einer Schrotflinte. Auch am Gartenzaun in der Nähe des Tatortes finden die Ermittler einen möglichen Hinweis. Wir fanden es in der Tat interessant, wie der Zaun an einer Stelle beschädigt war. Solche Hinweise richtig zu interpretieren, ist eine schwierige Aufgabe, doch für Polizisten gibt es etwas, das noch viel schwieriger ist. Es fällt schwer, der Familie des Opfers die Todesnachricht zu überbringen. Diesmal mussten wir Mutter und Vater aufs Polizeirevier bitten. Meine Tochter Brandy war ein wunderschönes Mädchen, voller Lebensfreude. Sie hat jeden zum Lachen gebracht und ihr Leben geliebt. Brandys Leiche wird zur Gerichtsmedizin gebracht. Dort untersucht sie Rafi Jaburian und versucht, die Todesursache genau zu bestimmen. Das Opfer hatte zwei Schussverletzungen, beide tödlich. Jede Ladung beinhaltet Hunderte von Kugeln, die mit hoher Geschwindigkeit von fast 400 Metern pro Sekunde einschlagen. Die Kugeln durchdringen nicht den Körper, sondern verteilen sich auf die Organe. Schussverletzungen von Schrotflinten zu untersuchen, bedarf ähnlicher ballistischer Methoden wie bei jeder anderen Schusswaffe, mit einem Unterschied. Patronen normaler Pistolen hinterlassen unverwechselbare Schleifspuren. Bei der Munition von Schrotflinten gibt es diese Markierungen nicht. Das erschwert es, die Munition einer Waffe zuzuordnen. Sobald die Kugeln der Schrotflinte in den Körper eindringen, beginnen sie sich gegenseitig abzustoßen. Das nennen wir den Billardkugeleffekt. Eine Schrotflinte richtet so enorme Verletzungen an. Brandy hatte keine Chance. Neben den massiven Schussverletzungen erregen noch weitere Spuren die Aufmerksamkeit der Gerichtsmediziner. Es gab Schürfwunden am Kopf, im Gesicht, am Oberkörper, am Rücken und an den Gliedmaßen. Könnten diese seltsamen Abschürfungen erklären, was tatsächlich mit Brandy Olivares geschehen ist? Es muss mehr passiert sein als das Zusammenbrechen, ausgelöst durch den Schuss. Weglaufen zum Beispiel. Weglaufen, aber vor wem? Die Ermittler kennen weder ein Motiv noch die Mordwaffe und es gibt keine Zeugen. Dann endlich ein erster Hinweis. Brandys Mutter gibt an, dass ihre Tochter in der Mordnacht zu einer Party ging. Ich war mit ihrer Clique gar nicht einverstanden. Ich habe das Mädchen, welches die Party veranstaltete, nur einmal getroffen. Das ist der Ort, wo die Party stattgefunden und alles angefangen haben muss. Zeugen berichten, dass sich Brandy auf der Party mit ihrem Freund getroffen hat. Er heißt Gabriel Smuts. Mit Gabriel Smuts traf sie sich regelmäßig. Er war Mitglied einer kriminellen Straßengang. Die Party dauert bis tief in die Nacht. Kurz vor Sonnenaufgang eskaliert die Party, besonders für Brandy. Brandy wird bedrängt. Es droht eine Massenvergewaltigung, doch es gelingt ihr, aus der Wohnung zu flüchten. Gabriel Smuts, Brandys Freund, wird verhört. Er bestreitet, etwas mit ihrem Tod zu tun zu haben. Die Kriminalbeamten sind zwar skeptisch, können aber nichts beweisen. Scott Ward war ebenfalls auf der Party und gehört der gleichen Gang an wie Gabriel Smuts. Er ist am Morgen danach in einen anderen Vorfall verwickelt. Scott Ward verursachte viel Lärm. Anwohner riefen die Polizei. Die Polizeibeamten durchsuchen daraufhin Scott Ward intensiv.
Die Beamten durchsuchten ihn und fanden die Patronenhülse einer Schrotflinte. In seiner anderen Tasche war ein Damenslip und sie fanden das merkwürdig. Die Polizisten setzen Ward unter Druck. Scott sagte, der Slip gehört meiner Freundin. Die Cops gaben ihm den Slip zurück, behielten aber die Patronenhülse. Die Polizeibeamten können ihn nicht verhaften, aber verfassen einen Bericht. Am nächsten Tag landet diese Akte bei den Ermittlern von Brandy. Scott Ward hat ein langes Vorstrafenregister und sein Name springt ihnen sofort ins Auge. Ward war gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Ein sehr gewalttätiger Mensch. Laut Zeugenaussagen besuchte Ward am Tatabend die Party. Steht die Patronenhülse aus seiner Hosentasche also im Zusammenhang mit der Tat? Der Ballistikexperte Dale Higashi vergleicht die Hülse vom Tatort mit der aus Wards Hosentasche. Unter dem Vergleichsmikroskop konnte ich beide Beweisstücke gleichzeitig ansehen. Dale Higashi sucht nach Auswurfspuren, die beweisen können, dass beide Hülsen von der gleichen Schusswaffe stammen. Auch wenn eine Patrone nicht abgefeuert wird, hinterlässt die Waffe beim Entladen Schleifspuren an der Patrone. Der Lade- und Entlademechanismus einer Schrotflinte hinterlässt also in jedem Fall Spuren auf den Hülsen. Diese Spuren sind einzigartig, genau wie ein Fingerabdruck. Diese Signatur beweist eindeutig, dass beide Hülsen in der gleichen Waffe waren, ob abgefeuert oder nicht. Scott Ward ist nun der Hauptverdächtige, doch er ist bereits auf der Flucht Richtung Mexiko. Gleichzeitig meldet sich eine Bekannte von Smuts bei der Polizei und will eine Aussage machen. Kurz nach dem Mord tauchten Ward und Smith bei dieser Frau auf und erzählten ihr, wir haben gerade Brandy erschossen, du musst für uns die Leiche entsorgen. Die Frau erzählt, sie habe die Schrotflinte in einem Lagerschrank versteckt. Die Waffe wird umgehend ballistisch untersucht. Higashi weiß bereits, dass die Patrone, die bei Scott Ward gefunden wurde, zu der leeren Hülse vom Tatort passt. Beide Patronen stammen aus derselben Waffe. Ist es vielleicht genau diese Schrotflinte? Ich lade das Magazin durch und wäre schussbereit. Will ich doch nicht schießen, kann ich die Patrone wieder entladen. So entstehen die Markierungen. Die ballistische Untersuchung beweist, das ist die Tatwaffe. Gabriel Smuts wird wegen des Verdachtes auf Mord festgenommen. Auch Scott Ward kommt trotz Flucht nicht weit. Zwei Monate später, im März 2004, wird er in Mexiko verhaftet. Todd und ich haben ihn an der Grenze abgeholt. Er wurde ausgeliefert. Der Fall scheint eindeutig gelöst zu sein. Nur eines bleibt offen, die Frage nach dem Motiv. Er behauptete, nicht geschossen zu haben. Er habe sie nur erschrecken wollen. Scott Ward erzählt vor Gericht, dass es in der Nacht einen Streit zwischen Brandy und Smuts gegeben habe. Er sagte, ja, ich war am Tatort. Ich war wütend auf Brandy, weil sie mich nicht respektierte. Schließlich haben sie sie zum Tatort gefahren, aber ihr gelang die Flucht. Er behauptete, er hätte zwei Schüsse abgegeben, ohne auf sie zu zielen. Staatsanwalt Hayden Zaki kontert mit einer unterschiedlichen Version der Ereignisse. Sie beginnt bei der Party und endet ganz anders. Brandy war dort mit Gabriel Smuts, Scott Ward und einigen anderen Mitgliedern der Straßengang. Sie haben gefeiert. Der Staatsanwalt argumentiert, dass Brandy kurz vor Sonnenaufgang von mehreren Gangmitgliedern vergewaltigt wurde. Zeugen bestätigen seine Behauptung. Wir waren davon überzeugt, dass es kein einvernehmlicher Geschlechtsverkehr war.
Die vom Gerichtsmediziner entnommenen DNA-Proben werden nun hinzugezogen. Die Geschworenen mögen DNA-Beweise. Sie sind stark, schlüssig und wissenschaftlich. Die DNA-Tests beweisen, dass sowohl Smuts als auch Ward an der Vergewaltigung beteiligt waren. Und beide waren Mitglieder derselben Straßengang. Solche Gangs kennen zwar keine Skrupel, aber Vergewaltigungen sind absolut tabu. Die Gangregeln verbieten Vergewaltigungen. Hätte das Opfer Brandy ausgepackt, wären Smuts und Ward von der Gang ausgeschlossen oder ermordet worden. Deshalb wurde das Opfer getötet. Sogar im Gefängnis hätte man die Täter selbst vergewaltigt oder sogar getötet. Das war das Motiv. Sie wollten verhindern, dass Brandy ihre Anschuldigungen äußern kann. Und das bedeutete, sie zu töten. Die letzten schrecklichen Momente in Brandy Olivares Leben sind nun geklärt. Sie konnte ihrem grausamen Schicksal nicht entkommen. Bauch, Hände und Füße hatten Schürfwunden. Diese rätselhaften Schürfwunden stammen vom Zaun. Auch die Gerichtsmedizin kann das nun bestätigen. Sie passten zu jemandem, der versucht, über einen Maschendrahtzaun zu klettern. Dann wird Brandy Olivares erschossen. Doch was ist mit Wards Behauptung, es wäre ein Unfall gewesen, dass er Brandy lediglich hatte erschrecken wollen? Das machte überhaupt keinen Sinn. Will man jemanden erschrecken, schießt man in die Luft. Aber ihr wurde aus kurzer Entfernung zweimal in den Rücken geschossen. Hier hat er die Ladungen abgefeuert. Das erklärt die Beschädigung am Zaun. Jetzt ergeben auch die rätselhaften Spuren am Zaun, die am Tatort gefunden wurden, einen Sinn. Die Schrotflinte hatte den Zaun berührt, als damit geschossen wurde. Laut Staatsanwaltschaft ist ein versehentliches Töten ausgeschlossen. Es war eindeutig Mord. Brandy Olivares wurde wie ein wildes Tier erlegt. Gabriel Smuts wird wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Ich zeig dir Bilder von der toten Brandy. Keine Emotion. Gabriel Smuts und Scott Ward werden beide des vorsätzlichen Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt.